Ja, da seid ihr wieder. Wir sind auf dem Weg zu einem anderen Planeten, den wir dann gucken, dass wir da Argon finden. Ne? Das ist unser Ziel jetzt. Zu anderen Planeten schießen ist V. Jetzt müssen wir nur gucken. De Solo. Wo sind wir denn jetzt hier? Silber sind wir und De Solo waren wir, ne? Aber bei De Solo ist nichts an Gasen. Kalidor. Wasserstoff und Schwefel, Atrox, Helium, Methan und Kunststoff. Oh, wir haben Glazio. Da ist Glazio. Da waren wir schon. Kriegen wir auch hin. Jetzt müssen wir nur gucken, wo da eine Station war, wo wir schon gewesen sind. Ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne? Das sieht auf jeden Fall so aus, dass wir da schon mal vielleicht gelandet sind. Gehen wir doch da mal hin, da ist eine Landerampe. Ich hoffe, da waren wir schon. Sieht nicht so aus, oder? Doch, oder? Nee, nicht wirklich. Das ist eine kaputte Plattform. Wir gehen trotzdem raus. Weil wenn, dann müssen wir hier doch was aufbauen, ne? Harz haben wir auch mit. Produzieren wir. So, was hatten wir noch? Also dieses Teil, das ist ein bisschen doof. Da werden wir mal gerade vielleicht gucken, dass es kaputt geht. Genau. Weil sonst war mir das zu gefährlich. Hier ist noch ein kleines Windrad. Das sollten wir vielleicht noch zur Stromversorgung nach da oben machen, oder? Geht das irgendwo dahin? Da ist eine Lampe. Ah, da geht es, glaube ich, sogar hin. Dann gewinnen wir Strom. Ist hier noch was Brauchbares? Ich glaube nicht. Wir müssen aber auf unseren Sauerstoff aufpassen. Hier können wir die Plattform gerade ausbauen. Das haben wir schon mal erledigt. Ist hier noch irgendwo was Brauchbares? Schutt, Schutt. Hier war mal eine Basis. Da ist eine kleine Batterie, das ist schon mal gut. So, zwei Gemische für den mittelgroßen Drucker. Warte. Einer ist hier. Zweiter nicht, ne? Ne. Ist da oben noch drin dann. Und F und drucken. So. Wenn ich jetzt hier so ein Ding da setze, wird das hier verbunden? Nein, natürlich nicht. Das geht nur mit Sauerstoffmacher. Super. Dann packen wir jetzt aus den Drucker. Packen wir erstmal hier hin. Großer Drucker geht da. Schmelzofen, Erdzentrifugator, Chemielabor, Atmosphärenkondensator. Kunststoff, Glas und Eisen war das. Das haben wir mitgebracht, oder? Glas, Eisen. Und Kunststoff. Und drucken bitte. Auspacken jetzt. So, und der muss da drauf und geht da nicht drauf. Ah, super. Ich habe gedacht, der ginge auf die Plattform, tut er aber nicht. Schade. Das heißt, die Plattform müssen wir wahrscheinlich hier bauen. Zwei Harz brauchen wir da jetzt, die wir natürlich nicht mehr haben, ne, oder? Ja, da, die hatten wir mit, aber nicht hierfür, ne? Jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir hier Harz finden. Das ist Eisen, ne, oder?
sind. Nebenziel abgeschlossen, na super. Und nun? Unter starken Verlusten sitzen wir hier und... Was kann ich mit dem jetzt machen hier? Kundschafter. Tja. Kann ich den gefangen nehmen? Können wir den jetzt behandeln oder was? Und dann? Was passiert dann? Tja, wüsst gern, was wir mit dem jetzt machen können, ne? Ah, der gehört jetzt zu uns, oder was? Besorge Treibstoff für den Zug. 20 von 100. Okay, wir müssen noch sammeln. Da gibt es noch Metall. Ah, hier ist Treibstoff. Das wird schwierig wahrscheinlich. Ne? Ich hoffe, wir haben keine Gegner mehr. Das ist jetzt das Wichtigste, weil sonst sind wir platt. Wo läuft denn der jetzt lang? So, aber die Granaten da, ne, die würde ich ja gerne noch haben wollen, ne? Was ist das? Maschinengewehrmunition. Kriege ich die? Da kommen wir nicht rein, ne? Man müsste hier rumgehen. Es geht doch da lang. Wahrscheinlich brauchen wir da Zahnräder. Nee, doch nicht. Nur Bretter. Hier ist ausgetrocknet. Wie weit ist ausgetrocknet? Okay, überall jetzt. Nur hier nicht. Aber da pumpen wir noch. Und das ist auch gut so. Der Damm, okay, wird fertig. Er hat keine Arbeit, ist klar. Da haben wir mal einen raus. Keine Aufgaben in Reichweite, dann braucht er da auch gerade nicht drin sein. Hier, da sieht erstmal noch mit Essen alles ganz gut aus, aber die Kartoffeln, da weiß ich auch noch nicht, warum das nicht geht. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern, glaube ich. Zwei Holz sind schon hingebracht worden, aber die Bretter sind das Problem. Ja, das wird dann nichts, ne? Trinken können sie alle. Hier ist tatsächlich gleich schon fertig. Ja, die Kartoffeln fehlen, ne? Die habe ich hier eigentlich eingepflanzt, oder? Aber wir haben wahrscheinlich keine, oder wie? Wo
Okay, da wird jetzt tatsächlich Holz abgebracht. Oh, der ist schon fertig. Okay. Das haben sie tatsächlich auch weggenagt hier. Das heißt, der Weg ist auch fertig. Jetzt geht es hier dann wohl weiter, ne? Ja, ein Rohholz ist, aber da braucht man vier Bretter für. Na super. Das Rohholz ist hier für die Windmühle schon da. Es fehlt uns jetzt definitiv. Ja, das Dingens. Und wir haben hier keinen Antrieb. Wenn das hier klappen würde, ne? Dürre ist beendet. Super. Jetzt müsste das hier klappen mit dem Wasser, dass da was kommt. Okay, das haben wir relativ leer gepumpt hier, ne? Glaube ich, oder? Ja. Muss man mal schauen, ob das beim nächsten Mal noch reicht. Aber wir haben ja schon eine Ergänzung hier wieder gemacht. Vielleicht müssen wir dann noch hier eine Pumpe irgendwo setzen. Ah, guck mal, unser Wasser ist tatsächlich jetzt noch ausgetrocknet. Das hat jetzt nicht mehr gereicht dann. Also 6 Tage Dürre geht gerade so. Da müssen wir da eine hinbauen noch. Da ist nur Rohholz gefordert und zack, ist es fertig, ne? Das geht so schnell dann mit dem Rohholz. Ne, Lager brauche ich. Und die kleinen Fässer, weil die großen funktionieren nicht. Da sind noch mal 4 Fässer dann Wasser, das sollte erstmal reichen. Ja, es dreht sich aber nichts, das ist unser größtes Problem momentan. Wir haben hier keine Wasserströmung. Hier ist das Gammelwasser auch. Was von hier kommt. Hier ist eine ordentliche Strömung. Kann man das hier irgendwie mit der Strömung verbessern? Den wir hier was abreißen? Warte, da muss. Ne. Komm, wir machen da wieder 2 rein. Nee, das bringt's hier nicht. Hier war eine gute Strömung, ne? Das würde bedeuten, hier ein Wasserrad reinbauen. Ist die Frage, ob sie da hinkommen, ne? Wahrscheinlich nicht. Keine Aufgabe in Reichweite. Kann es sein, dass man da reinlaufen muss und das schafft man nicht, wenn man keine Treppe hat? Das kann sein, ne? Machen wir das doch mal so, ne? Ah, wieder 4 Bretter, ne? Und hier dreht sich nichts. Ah. So ein Shit aber auch. Die sind auch nicht, die sind böse. Den will ich jetzt nicht bekämpfen. Oh, da ist noch ein böser. Hier ist eine Muschel. Sehr schön. Wir haben sie alle. Vielleicht sollten wir jetzt mal gerade noch ein bisschen Fische fangen. Gut, wie sieht es mit Sauerstoff aus? 67. Vielleicht finden wir gerade hier noch irgendwo so ein Fass. Da ist Munition. 4 Kilo können wir noch tragen. Da ist ein böser Fisch, da wollen wir dann nicht lang. Komm, wir versuchen mal den Skalar hier, wenn es ein Skalar ist. Keinen blassen Schimmer, wie man den kriegt, aber ich glaube, er ist kaputt, ne? Jetzt habe ich ihn eingesammelt. Das ist hier ein Dingens, ne, oder? Ich weiß nicht, wie man den kriegt, keine Ahnung. So. Jetzt sind wir überladen. Ne, nicht ganz. Sauerstoff ist aber knapper. Da ist auf jeden Fall ein böser. Komm, wir gehen hoch. Wir haben auch genug gesammelt. Ellie ruft an.
So schnell. Puh, das war schwieriger, als ich dachte. Die sind nicht leicht zu finden. Das ist nicht schlecht. Also dann, wenn ich die Lieferung im Eco-Watcher abschließe. Tada, Forschungsstufe erreicht. Ja, Eco-Watcher? Ach, du kennst sie nicht. Eco-Watch ist eine App, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzt. Du erhältst in der App Punkte für das Abschließen von Aufträgen, Belohnung für das Erreichen bestimmter Stufen. Das war also alles für Punkte in der App und nicht für eine Publikation. Ja, nun, man könnte sagen, dass es im Grunde dasselbe ist. Probier es doch einmal aus, wenn es dich interessiert. Bis dann. Auftrag abgeschlossen, hilf Ellie. Neuer Inhalt, Eco-Watcher. Wenn die Eco-Watcher-App von verschiedenen Umwelttutorialen dazu gehen, sammle Punkte und verschiedene. Okay. Tour 8 war das, Temperatur 21 Grad, es war sonnig, Mittwoch der 5.10. Zeit 11 Minuten 23 oder sowas wahrscheinlich, 80 Meter, 98 wäre das Beste, gefangen haben wir 13, gefunden haben wir 23 Sachen, 16 war das Beste, Langflossen-Fledermausfisch haben wir geholt, 60 Zentimeter, dann haben wir den Goldbarren, dann haben wir, weiß ich nicht, was das jetzt hier war, die Blaumuschel, den Seestern, Seil, Braunmuscheln. Pinke oder rosane Muschel war hier, Holz, Glas und Fragmente hieß das. Und das sind dann die Fische, die wir gefangen haben. Da haben wir ja auch nochmal zugeschlagen. Und hier haben wir noch ein bisschen Essig, Agar-Agar und Kadmin-Alge. So, jetzt will er dahin was von uns. Ist Nachmittag. Können wir nicht nochmal wegfahren? Ich glaube schon, ne? So, jetzt die Eco-Watcher. Blaues Loch, Forschungsschutz. Erforsche Seestern. Roter Stern, 7 von 5. Seestern, Drogenschwarm. Keine Ahnung, was ich da. Da muss man 3. Gut, das können wir mal liefern, ne? Forschungspunkte, 20. Okay. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Also hier fehlen uns noch alle Sachen, ne? Da brauchen wir Beinknochen, Fußknochen und Schädel. Muscheln müssen wir da haben. Da haben wir die Seesterne schon. Da brauchen wir aber noch orangefarbene Seesterne. Okay. Das ist abgeschlossen. Der Rest nicht. Gut. Sind wir schon mal da durch. Marinka steht da neu, weil wir diesen Fisch haben. Und den. Und dann haben wir den hier noch. Beispielsrefei und den roten Feuerfisch haben wir. Marinka habe ich hier eben gesagt, das ist aber hier ein Rotzahndrückerfisch. Und das war ein Langflossen-Fledermausfisch. Gut. Da sind wir durch. Lass mal weiterlaufen, wa? Okay, hier ist Religion. Den Marktschreier haben wir den letzten Mal noch angelegt. Ich glaube ja, ne? Der ist der hier, ne? Stadtschreier im Bau, ja, okay. Was ist denn mit unserem Holz hier? Das hatten wir doch hier irgendwo, ne? Da ist es. Da arbeitet einer dran. Um 2,54 die Stunde oder den Tag oder weiß ich was für eine Einheit. Ist das ein Lagerhaus? Tatsächlich. Da müssten wir noch was freimachen, vielleicht wenn, oder? Stein ist da drin, Holz ist da drin, Fleisch ist da drin. Möbel sind da auch drin, okay. Sollen wir hier, hier ist der Zimmermann, okay, da werden die Stühle gemacht, aber wir hatten zwei Zimmermänner, ne? Ist, oh ne, das ist ein Lager, ne? Ne, Zimmermann im Bau. Wie war denn die Zufriedenheit hier? Na, da kann man das nicht sehen. Ah, jetzt habe ich es weggeklickt. Zugang zu. Rot, achso, das hätte ich gerade abgemacht, das ist schlecht. Niemand ist am Verhungern. Essenspräferenzen. Na, weiß ich nicht. Essenstage nur noch 4. Essensrationen werden natürlich knapper, aber das liegt daran, dass wir auch gerade Winter haben, ne? Das wäre aber jetzt nicht so toll. Warte mal, der Stand, Essensstand ist da. Das heißt, Markt.
Machen wir mal hier unten noch hin, oder? Stand. Da habe ich immer noch nicht verstanden, was der Stand ist, wo die Stelle ist, wo sie stehen. Die untere oder die obere? So. Da wird es wieder mit Stühlen gebraucht, ne? Na, aber läuft dann erst. Ach, die machen das jetzt wieder sofort zuerst, ne? Müsste eigentlich erst sehen, dass das andere fertig wird, was wir da gebaut haben. Also nur 3 Tage Essen. Import-Export, ne? Wäre vielleicht ganz wichtig. Lass mal Import gucken. Ah, das geht noch nicht. Ach so, warte, es gab ja auch in dem Spiel Forschung, ne, die hier ist. Also das sind jetzt hier die Waren, die wir wohl haben. Was ist das? Alle. Getränke haben wir nicht, Essen, Brot haben wir nicht, Eier haben wir nicht, Fisch haben wir nicht. Wir haben hier mal Obst. Ist aber hier so, ne? Sieht man da einmal reingekommen und dann ist es leer gegessen wahrscheinlich. Fleisch sieht ein bisschen besser aus. Ration ist negativ da belastet. Gemüse hatten wir und wurde dann gegessen. Steine haben wir geholt. Und Holz auch. Was haben wir hier? Nutztiere, okay. Getreide ist da. Und Leder ist da. Stühle produzieren wir, wie wir sehen. Der Rest war's. Unsere Schatzkammer müsste leer sein. Ist auch so. Touristen hatten wir bestimmt noch nicht. Technologien. Hier ist jetzt die Forschung. Fischfangmethoden, Tierzuchtmethoden. Baltimeister. Veredelung. Köhlerei. Erzschmelze. Weberei. Bäckerei. Brauerei. Ja, die Bäckerei müssten wir machen, ne? Ich glaube, es geht von oben nach unten dann, ne? Ja. Also die Bäckerei wegen Brot wäre schon ganz gut. Weberei, da wären wegen Anziehsachen, ne? Ich weiß nicht, was die so für Klamotten zum Anziehen haben. Nährpflanzenoptimierung, okay. Opiumanbau, Viehzucht.